Gastgeberin Anne Will. Guten Abend. Bei uns ist der ehemalige US-Botschafter in Deutschland John Kornblum. Die Amerikanerin Gail Tufts, die zwar schon ewig in Berlin lebt, sich aber jetzt zum ersten Mal über diese deutsche Spießigkeit und Gründlichkeit freut. Der Fraktionschef der Linken im Saarland, Oskar Lafontaine, ist da und der Wirtschaftswissenschaftler Max Otte, der schon 2006 die Finanzkrise vorausgesagt hat und heute warnt, wir sind so nah dran an einer Weltwirtschaftskrise wie nie zuvor. Herzlich willkommen. Die Welt hält im Moment den Atem an, denn die Streithähne, die Demokraten und die Republikaner, sind von einem Einlenken richtig weit entfernt. Vergangene Nacht, knallharter Schlagabtausch zwischen US-Präsident Obama und seinen republikanischen Gegnern. Kongressabgeordnete, in diesem Fall Republikaner, können doch nicht Lösegeld dafür fordern, dass sie ihren Job machen. Die Position des Präsidenten, sich nicht zum Gespräch hinzusetzen, bis wir kapitulieren, ist einfach nicht tragbar. Die Republikaner bleiben hart, wollen keine neuen Schulden für Sozialreformen akzeptieren. Der Haushaltsstreit zwischen Obama und den Republikanern eskaliert jeden Tag weiter. Der republikanische Sprecher Boehner und seine radikale Tea Party-Bande haben das Undenkbare getan. Sie haben die Regierung lahmgelegt. Für uns unvorstellbar. Sie finden es toll. Blockade total. Mehr als 800.000 Staatsbedienstete nach Hause geschickt. Nationalparks, Museen, Behörden geschlossen. Verhandlungen der UN. Als Sängerin gearbeitet, Tänzerin, Regisseurin, machen ganz tolle Bühnenprogramme. Seit 1991 leben sie fest in dieser Stadt und haben also den guten Doppelblick. Als geborene Amerikanerin, geboren in Brockton in Massachusetts. Was ist schwierig, I know. Ja, ich weiß auch. Haben Sie den guten Blick von beiden Seiten auf das, was in den USA passiert. Wenn Sie sich nun anschauen, Ihr Land ist in Teilen lahmgelegt. Wenn Sie sprechen mit Ihren Freunden, was ist, finden Sie, so die unglaublichste Geschichte, die beschreibt, was da abgeht oder eben nicht mehr abgeht? Ich glaube, es ist das ganze Ding, weil ich höre selbst in meinem Kopf eine deutsche Stimme, das sagt ganz deutlich, die spinnen alle. Na, weil man kann das nicht wirklich glauben. Auch in meinem Freundin-Familienkreis ist es wirklich nie, erstmal ist es schwer zu kapieren, was genau ist das, warum ist das, genau wie Leute hier in Deutschland. Die Leute in Amerika verstehen das auch nicht besser. Nein? Nicht die Leute, die ich kenne. Das ist wirklich so, warum ist, wie kann das sein? Ich glaube, wie uns alle, wir wecken auf jeden Morgen, wenn man die Tagesschau abends guckt, die Nachrichten guckt, man wartet, okay, jetzt ist es vorbei. Man glaubt es nicht mit jedem Tag. Weil gleich ist das ja schon mal gab. Es gab solche Situationen schon, dass ich. Aber so lang? War das so lang? Oh, schon. Doch, ja. So lang? Ja. Ich war zu jung dann. Ich war nicht geboren. Du warst noch nicht geboren. Haha. Das heißt, es ist eine normale Situation oder es ist keine normale Situation? Es ist keine normale Situation. Ich kann das nicht erinnern, dass das so viel aufs Spiel gesetzt ist. Wir shut down the government. Wir machen das einfach zu. So ist es so kindisch für mich. Ich war Kindergärtnerin als mein Tagesjob, wie jeder Performer, Darsteller in Amerika. Ich war immer Kindergärtnerin. Und das ist wie Kinder. 2-, 3-jährige Kinder. Ja. Er hat das gemacht. Ich mag nichts. Nein, nein, nein. Und das ist im Grunde genommen genau dasselbe. Ist es so, Herr Otte, blamiert sich die Weltmacht, die einzig verbliebene Supermacht, wie Sie sich selber begreifen, im Moment bis auf die Knochen? Es ist natürlich eine Blamage, aber es macht mir auch Angst. Diese Shutdowns gab es, wie gesagt, fast 15, 16 Mal. Sie gingen auch eine Weile. Das letzte Mal war unter Clinton. Da hat er dann Zeit gehabt, sich um Praktikantinnen zu kümmern. In der Zeit ist das dann passiert. Monica Lewinsky. Diesmal könnte es etwas gefährlicher werden, denn wir haben eine Verhärtung in den Fronten, gerade bei den Republikanern, bei bestimmten Teilen der Republikaner. Und Obama, der immer ein sehr versöhnlicher Präsident war, der gesagt hat, ich trete an als Hehler. Ich will die Spaltung überwinden dieses Landes, die im Moment doch sehr stark sind, in den letzten 20 Jahren sehr stark geworden sind. Der sagt hier auch, diese Reform ist beschlossen, die ist vor 3 Jahren schon beschlossen worden, die ist vom Verfassungsgericht geprüft. Die Gesundheitsreform ist die Gesundheitsreform ist ja der Zankapfel, die ziehe ich jetzt durch und die andere Seite versucht es eben zu verzögern, weil die Ausgaben
über Gesetze gemacht werden müssen. Das kann der Kongress blockieren. Und da haben sich Fronten wirklich verhärtet. Also Blamage, ja, aber ich sehe eher, dass es tatsächlich beängstigend ist, was da passiert. Was sagen Sie, Herr Lafontaine, blamiert sich da die Weltmacht? Na, es ist mehr eine Frage der Folgewirkungen dieses Verhaltens, dass Parteien so aneinander geraten und manchmal sich wie Kinder aufführen. Das ist ja nicht nur eine Spezialität der Vereinigten Staaten. Die Frage ist eben, wie sind eben die Folgewirkungen? Und hier sind wir in einer anderen Zeit als etwa 96, als wir das letzte Mal bei Clinton diese Entwicklung hatten. Wir haben diese enorme Fehlentwicklung der Finanzmärkte. Und das ist ja das eigentliche Problem. Wenn die Vereinigten Staaten ihre Schulden nicht mehr bedienen, dann geht also der Tanz richtig los. Das steht uns jetzt bevor, ob diese Entscheidung so oder so getroffen wird. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass etwas, was ich seit Jahren kritisiere, dass die Banken, die Wall Street Banken, zu viel Einfluss haben, zu viel Macht haben, dass das jetzt sich zum Positiven wendet, dass sie also die Macht haben werden, die wieder zur Vernunft zu bringen. Das heißt, dass sie das Risiko eines richtigen Crashs nicht eingehen. Herr Kornblum, wenn man sich das anschaut, was da alles im Moment passiert, dass 800.000 Bundesbedienstete erstmal unfreiwillig zu Hause sitzen bleiben müssen, dass dies und das und alles nicht klappt, der amerikanische Präsident die Auslandsreise, die er geplant hatte, nicht antreten können, was Sie als Außenpolitiker sicherlich nochmal anders im Blick haben als wir alle, dass ein Freihandelsabkommen, was verhandelt werden soll, nicht zustande kommt. Muss man da nicht sagen, das ist ein bisschen tatsächlich wie Kindergarten, oder verstehen Sie es und sagen, bitte, ich bin ganz gelassen, was soll der Geiz? Nein, ich bin natürlich nicht gelassen. Ich finde, die Konsequenzen, wie Herr Rotter das gesagt hat, sind wirklich gefährlich. Und wenn keine Einigung zustande kommt, kann das also sehr böse Folgen haben. Aber Herr Lafontaine hat es natürlich auf den Punkt gebracht, Parteien kloppen sich ja ständig und die Regierung ist bei uns 10, 15 Mal schon geschlossen worden. Ich war damals 95 bei Clinton in Washington und als Diplomat wurde ich nicht nach Hause geschickt, aber es war auch sehr unangenehm. Ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten, diese Lage zu beurteilen. Einmal kann man die Ereignisse anschauen und sagen, wie können Sie so unglaublich, so unmöglich kindisch sein? Aber zweitens natürlich ist es auch wichtig für Europa zu verstehen, in was für einer Phase wir leben. Die Vereinigten Staaten erleben eine Phase der politischen Konfrontation seit Anfang der 70er Jahre. Europa lebt gerade jetzt in einer Phase der politischen Konfrontation. Wir brauchen nur die Demonstration in Griechenland anzuschauen, zu sehen, dass es gerade auch nicht unbedingt friedlich hier ist. Und wir befinden uns mitten in einer großen Umstellung, einem Gezeitenwechsel, wirtschaftlich, aber auch politisch. Und ich muss leider sagen, ich glaube, wir können wahrscheinlich erwarten, dass es mehr solche Konfrontationen gibt, aber auch in Europa. Wichtig ist zu sehen, dass es nicht nur ein amerikanisches Phänomen, sondern dass es leider ein Phänomen einer Zeit, wo es tatsächlich dramatische Änderungen gibt. Das klingt aber jetzt doch wieder so danach, als sei das ein seit den 70er Jahren, wie Sie sagen, sich anbahnender Vorgang, und als müsste man jetzt nicht genauer hinschauen, ob hier sich eine neue Qualität zeigt in dieser ja so halsstarrigen Konfrontationen. Ich sehe keine neue Qualität. Ich sehe aber, und ich könnte es eine lange Diskussion, warum es dazu gekommen ist, dass diese verhältnismäßig kleine Gruppe von Abgeordneten, sind 30 oder vielleicht 35, mehr nicht. Die Tea Party Abgeordnete. Erstens, warum sie überhaupt Abgeordnete geworden sind. Und zwar ist es auch schon eine lange Geschichte. Und zweitens, warum sie so engagiert und so verärgert und verbittert sind. Das ist, ich mache die Konsequenzen nicht runter. Ich bin voll der Meinung von Herrn Otto, das kann sehr schlimm sein. Nur es lohnt sich nicht nur zu sagen, die Leute sind furchtbar schlimm. Es ist wichtig zu versuchen zu verstehen, warum sie so schlimm sind. Aber was wir versuchen zu verstehen, ist ja, verspielen die USA hier gerade ihren Führungsanspruch? Nein, das glaube ich nicht. Unseren Führungsanspruch habe ich selber erlebt, haben wir mindestens 50 Mal verspielt in den letzten Jahren und irgendwie kommen wir zurück. Es gibt kein anderes Land, das die Rolle der Vereinigten Staaten spielen kann. Und es gibt kein anderes Land, die eine so starke Volkswirtschaft haben wie wir. Das ist das Ironische dabei. Es geht unseren Volkswirtschaft dementsprechend wieder besser und viel besser als fast allen anderen, mindestens in der westlichen Welt. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, ob unsere Politik im Moment in der Lage ist, die Probleme, die die ganze Welt hat, wirklich
zu verstehen und auch halbwegs vernünftig zu bearbeiten? Die Antwort ist nein. Ja, das sieht ganz offensichtlich so aus, als hätte